Also es war eine große Überraschung für mich. Ich habe damit nicht gerechnet. Ist natürlich auch eine Enttäuschung, muss ich auch sagen. Es ist so, wir hatten einen relativ großen Vorlauf natürlich in der Bearbeitung der Texte. Auch wir haben diskutiert im Verbandsrat und im Ständigenrat über eine erneuerte Grundordnung. Das ganze Thema hatte ja nochmal wirklich einen Drive bekommen durch Out in Church und durch viele Gespräche, die wir geführt hatten. Und ich hatte dann den Eindruck, dass der große Konsens da ist, dass eine erneuerte Grundordnung kommen soll. Die ist ja nur ein Ausfluss dieses Textes. Von daher habe ich das jetzt sehr überrascht, dass die Ablehnung jetzt nochmal kam. Das war auch von der Debatte vorher für mich so nicht absehbar. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben in der Bischofskonferenz sehr offen darüber diskutiert, aber wir haben auch nie eine grobe Abstimmung gemacht, sodass man vielleicht mal hätte sehen können, wie die Mehrheitsverhältnisse dann am Ende wirklich sind. Das war vielleicht auch ein Fehler. Und das andere, was jetzt nochmal angeklungen ist, dass der Text als Ganzes vielleicht zu groß ist und man vielleicht ihn in Einzelteile hätte zerlegen können oder müssen. Nachher ist man immer schlauer, wäre vielleicht auch eine Option gewesen. Ich habe für den Text bestimmt. Wir haben ja auch gleich gesagt, dass wir im Bistum eine erneute Grundordnung befürworten und haben die alte ja ausgesetzt. Ich spüre selbst, dass dieses Thema für viele Menschen ein sehr existenzielles Thema ist, auch ein Thema, was im Verbleib in der Kirche wirklich tangiert und was dann einfach nur emotionslos entgegengenommen werden kann. Von daher verstehe ich natürlich auch, glaube ich, die große Betroffenheit zu spüren, die jetzt im Saal da war, die man natürlich auch gesehen hat, und die Enttäuschung, die da ist. Diese Abstimmung ist nicht so ausgegangen wie erwartet. Ob das ein Scheitern ist, kann ich jetzt sagen. Für mich ist der Weg nicht gescheitert. Ich glaube, es gehört als wichtige Lernerfahrung dazu. Es war jetzt ja auch mal ein großes Thema nochmal. Wie ist die Debattenkultur? Wie wird man wahrgenommen? Besteht die Möglichkeit, seine Meinung auch als Minderheitenmeinung zu äußern? Wie gehen wir miteinander um? Nein, ich halte es für einen sehr wichtigen Lernschritt, vielleicht auch in die Tiefe zu gehen und darüber nochmal sich zu besinnen, wie ein Miteinander aussehen könnte.